Da ist er. Gut. War schon ein bisschen was her, oder? Hey, ist vom 3.1.2021. Tatsächlich. Am TMN. Okay. You Feed Nakuyo versus Tom Tumor. Tom Tumor, sag mir auch was. Ich kenne halt beim, sag mal schnell, bei dem TMN kenne ich halt natürlich Isemaru. Ja? Grüße gehen raus. Ansonsten Luck Nutty Nut, glaube ich. Ja, der war auch mal bei uns hier im Stream. Ne? Ist auch ein sehr, sehr korrekter Dude so. Hat auch sehr geile Runden. Und der battelt ja normalerweise auch bei Diltily. Ne? Ist auch ein A Cappella Battle. Rapper. Und ja. Also so ein bisschen weiß ich auch, dass da halt beim TMN auch Zepter, ne, macht da auch, glaube ich, mit. Ja. Da habe ich auch noch mal ein paar Leute, die ich da mitbekommen habe. So, jetzt, ja, natürlich auch Romantik, ne? Ist ja auch klar. So, jetzt kannst du mir eine schlechte Runde geben. Ja, das ist er. So, dann lass uns das mal abchecken hier. Ja, so lange ist es ja auch nicht her, ne? 3.1.2021. Ich würde sagen, noch aktuell. Ja. Gegen Schnupfi sogar, okay. Produziert bei True Hippie. Nee, aber hier, warte, versus Tom Tumor, aber warum 64stel gegen... Ah, das war nur so als Spaß, oder was? Versus anderer Schnupfi. Ach so, Tom Tumor ist Schnupftabakmann, oder was? Nur mit einem anderen Namen. Ja, gut. So. Brille wieder schmutzig. So. Hab ich richtig verstanden, ne? Heute stehe ich auf dem Schlauch. Danke für deine comichafte hässliche Fresse. Ohne Snapchat und TikTok packst du nur RBR-Battles. Du denkst, du wärst echt so krass, doch du bist nicht so. Achso, extra herb, genau. Extra herb ist ja auch beim TMN. Ja, ist auch ein Dude, mit dem man auch noch in Verbindung stehen steht. So. Danke. Also, der Beat ist schon mal geil. Video sieht cool aus. Ne, und die Soundqualität hört sich auch alles sehr professionell an. Schöne Lippen. Danke für deine Comic-Kraft. Was? Schöne Lippen? Schöne Lippen. Schöne Rippen. Danke für deine comichafte hässliche Fresse. Ohne Snapchat und TikTok packst du nur RBR-Battles. Du denkst, du wärst echt so krass, doch du bist nicht so perfekt. Denn deine einzige Variation zwischen Snapchat-Filter und TikTok-Effekt. Du verkörperst das Ganze. Ja, da war eine Silbe zu viel. Dann hätte es vielleicht ein bisschen noch mehr geknallt, ne? Einzige Variation zwischen Snapchat-Filter und TikTok-Effekt. Du verkörperst das Snapchat zwischen Snapchat. TikTok-Effekt oder sowas, weiß ich mein? Ganze, es wundert mich, dass es freiwillig ist. Einziger Unterschied zu den TikToks, dass deine Scheiße noch peinlicher wirkt. Und deine Mutproben mit Alkohol. Also dafür gibt's schon auf jeden Fall ein Like. Allein schon, dass du sagst, dass TikTok Schmutz ist, gibt's auf jeden Fall schon ein Like für, ja. Sind nicht geil, aber hey, immerhin erinnert mich das an die YouTube-Startseite von 2010. Leute wie du rappen über Diskotheken und Bundesliga. Krasseste Punchline bisher, es passen 20 Liter Bier in deinen Unterkiefer. Was für eine peinliche Scheiße, egal wie du rappst, Alter, du bläst dein Lappen. Wenn du zufällig ein Update bekommst und dein Handy back, kannst du die Runde nicht machen. Sehr cooles Kamerateam, sicher ist, dass dieser Einmann verliert. Wo sind die Punches, die Runden von dir sagen einfach aus, ich möchte Java studieren. Für ein ich möchte Java studieren. Die war cool. Den coolen Vibe wird sich vor allem dann gleich gebückt. Dante, sie hat angerufen, er will seinen Style zurück. Tom, bitte sag mal, wie hast du bisher nicht die Battles? Ja, sowas in der Art habe ich auch mal gemacht gegen Incredible Hulk. Da habe ich auch gesagt, so hier, Bruce Banner ruft mich an und hätte gerne seinen Style zurück oder so. Genau, Image zurück. Verloren, Punchline-mäßig wirkt das bei dir halt echt in die Länge gezogen. Ey, du bist ja so lustig, Bro. Rap, Scheiße, Emojis, dope. Lad doch deine Runde gleich bei Knuddels hoch, du Hundesohn. Hat denn eigentlich irgendjemand... Ja, aber geil, Alter, dass man noch Knuddels Lines hier noch kickt, ne? Im Jahre 2021. Das ist schon Ehre. Jemand den sechsten Schwanz gefunden, bevor du so viele Cocks hast, reimt sich Mathebuch auf Klassengruppe. Alter, wie krasse Flows, du hast kleines Geheimnis, ist nicht so perfekt. Ja, genau, hab ich auch mal gesagt, warum reimt sich Style Squad auf Hurensohn? Genau. Habe ich auch mal sowas in der Art gesagt. Das ist schon cool, also da sind schon ein paar Lines, die ich auch so in der Richtung auch abgefeuert habe. Buch auf Klassengruppe.
Alter, wie krasse Flows, du hast kleines Geheimnis, ist nicht so perfekt. Viele Flow-Variationen sind nicht so schwer mit deinem sinnlosen Text. Du bist die Persophilikation einer Ballermann-Party. Das, was du eigenen Style nennst, nenn ich die Vorstufe von Karate Andi. Deine größte Stärke sind... Das ist eine nice Line, Alter, hier. Karate Andi auf Ballermann-Party. Nice. Unsinnigere Phrasen. Fundig. Das Einzige, was noch lächerlicher wäre, eine Russenmütze zu tragen. Du bist ein schwieriger Typ, die würde noch nicht bei deinem Sohnemann trauen. Du schaffst es easy allein, doch ich gebe dir den Grund, dich früher ins Koma zu saufen. Aber wir sind für dich da und geben dir ganz easy wieder mal Trost. Wenn du deinen Weg in dem Eik mal anschleuchten hängst, bist du es von Trinkspielen gewohnt. Das war auch richtig nice geflowt, Mann. Sie allein, doch ich gebe dir den Grund, dich früher ins Koma zu saufen. Ich gebe dir den Grund, in den Koma zu saufen. Ich gebe dir den Grund, in den Koma zu saufen. Ey, nice. Aber wir sind für dich da und geben dir ganz easy wieder mal Trost. Wenn du dann Weg in dem... Aber wir sind da für dich da und geben dir dann, sind die, dann in den Trost. Denk mal an, schleuchten hängst, bist du es von Trinkspielen gewohnt. Bräuchte noch nicht einmal Punchlines, dich macht alleine deine Leber nieder. Mit deiner Alkoholsucht wäre es so normal, passt das DK-Feature. Und wenn du weiterkommst, dann lob ich deinen lieben Partner an. Ananas plus Alkohol, Schutz und du sind Pina Colada. Yeah, Mann, du sind Pina Colada. Ja, nice, Alter. Hat mir gut gefallen. Auch dieses mit dem Pina Colada, hier Döner auf Pizza. Ne, da gab's ja auch schon mal öfters hier, ne? Was war das hier? Ahmed und Julian, Döner auf Pizza oder sowas, ne? Gab's ja auch mal. Ja, aber echt cool, cool geflowt. Nice Runde. Mir hat's gut gefallen, ja. So, Döner auf Pizza. Kennst du nicht? Kommt von SpongeBoss. Wie weltfremd bist du denn? Ja, Mann. Das war nämlich die Runde gegen Ahmed. Hier,